Sah Reuben Mamoulian 1935 mit Becky Sharp den ersten Technicolor-Film drehte, kann das Kino alles in Farbe zeigen, auch die Bilder von Henri Matisse. Aber selbst wenn man mit den besten Vorsätzen an die Lichtbestimmung eines solchen Filmes geht, bleibt das Resultat, was die Farbe anbetrifft, letztlich fragwürdig. Aus heutiger Sicht hatte Johann Wolfgang von Goethe nicht Unrecht, als er in seiner Farbenlehre formulierte: Wenn sich der Künstler seinem Gefühl überlässt, so meldet sich etwas Farbiges gleich. Jeder hat also seine eigenen Farbvorstellungen, genauso wie jeder Augenblick und jeder Ort sein eigenes Licht und Kolorit hat. Wer in diesem Programm nicht die Farben des Malers zu erkennen vermeint, der sei daran erinnert, dass hier mit einer Farbtafel gearbeitet wurde und das Fernsehen nur Mittelwerte kennt. Henri Matisse macht die Farbe zum bestimmenden Element seiner Bilder. Das monochrome Bild im Interieur mit Auberginen ist gewissermaßen das Endergebnis seiner Bemühungen um die Farbe. Das Interieur mit Auberginen aus dem Jahre 1910 zeigt bereits die Richtung an, in der sich Henri Matisse entwickeln wird. Das Interieur, gleichzeitig Wohnung und Werkstatt, erscheint als magischer Ort, an dem sich die Verwandlung von der Wirklichkeit zum Kunstwerk vollzieht. Ein Blumenmuster überwuchert das ganze Bild und hebt das seit der Renaissance in der westlichen Kunst geheiligte Prinzip der perspektivischen Darstellung auf. Räumliches fließt ein mit einer echten Blume in einer Vase auf dem Kaminsims. Die gleiche Blume erscheint gemalt auf der ockerfarbenen Stoffbespannung eines Wandschirmes. Die sichtbare Struktur der Leinwand macht den Farbauftrag umso bewusster. Die Vorliebe des Malers für Stoffe geht sicherlich auch auf seinen Geburtsort in der Picardie zurück, eine Gegend, die für ihre Textilindustrie berühmt ist. In einem Spiegel wird ein auffallend karierter Stoff sichtbar. Vielleicht hat er etwas mit dem Vorhang an der Tür zu tun. Ein wahrscheinlich mit Stoff überzogener Wandschirm verdeckt halb die Tür und dient vor allem als dekorativer Hintergrund für das noch enger gefasste Stillleben. Auf einer Perspektive vortäuschenden Decke sind eine Vase, eine kleine Statue und eine Schüssel mit Birnen arrangiert. Das Ganze lässt an Chardin denken. Den Auberginen, immerhin im Bildtitel erwähnt, ist ein anderer Platz zugewiesen. In dem Stoffmeer nehmen sie sich winzig aus, ziehen aber gleichwohl den Blick auf sich. Hinter dem Fenster, das im Werk von Matisse als Metapher für ein Bild zu deuten ist, wird eine Landschaft sichtbar. Die Quintessenz des ganzen Bildes steckt vielleicht in jenem monochromen, eigens gerahmten Detail. Interieur mit Auberginen macht dem Zuschauer die Vielschichtigkeit der Malerei von Henri Matisse bewusst. Einerseits triumphiert das Dekorative im orientalisierenden Geschmack, zum anderen zielt der Maler auf Meditation und Metaphysik. Dazu der Maler selbst. Ich male nicht die Dinge, sondern die Beziehungen zwischen den Dingen. Die Bilder aus dem Leben des Malers sind schwarz-weiß. Er wird am 31. Dezember 1869 in Le Cateau-Cambrésis, Nordfrankreich, geboren. Die Eltern sind Kaufleute. Der Vater sieht für den Sohn die Laufbahn des Notars vor. 1888 tritt Matisse in eine Rechtsanwaltskanzlei ein. 1890 fesselt ihn eine Blinddarmoperation ans Bett. Die Mutter schenkt ihm einen Kasten mit Farben. Henri Matisse wird Maler.
Der Vater betreibt einen Samenhandel, die Mutter eine Drogerie, in der sie auch Farben verkauft. Erdverbundenheit und Luxus, Grundbesitz und Verschwendung, Wissenschaft und Romantik prägen das Wesen des Jungen. Mit einem Wort, Matisse hat eine materielle und eine geistige Seite. Die eine drängt nach Darstellung der Wirklichkeit, die andere möchte das Geistige zum Ausdruck bringen. Betrachten wir einige Fotos, die uns der Sohn Pierre Matisse geliehen hat. Sie sind alle schwarz-weiß, denn der Maler ist ein Kind des 19. Jahrhunderts. Er gehört zur Generation der Toulouse-Lautrec und Signac und ist 11 Jahre älter als Picasso. Die Fotos zeigen den Maler fast immer bei der Arbeit. Es gibt kaum eine Privataufnahme, ganz im Gegensatz zu Picasso. Wir sehen einen untersetzten, breitschultrigen Mann, der leidenschaftlich gerne auf Reisen geht. Matisse. Bei meiner Arbeit bleibe ich genauso im Hintergrund wie ein Kameramann, der vorn an eine Lokomotive gebunden verschiedene Aspekte einer unbekannten Landschaft filmt. Mit jeder Ortsveränderung nimmt das Werk des Malers eine neue Richtung. Matisse? Wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich mich ohne Zweifel dort niedergelassen. Und der Journalistin Dorothy Dudley vertraut er an: Das Licht ist in New York besonders schön. Und dann diese Türme, diese Bauten, die in die Lüfte ragen, in dieses kristallklare Licht. Die Luft von New York ist so trocken und kristallklar wie sonst nirgends. Und gegenüber dem Maler André Masson äußert er: Wenn Sie Amerika kennenlernen, werden Sie sofort verstehen, dass es dort eines Tages Maler geben wird. Es ist nicht denkbar, dass ein so eindrucksvolles Land eines Tages keine Maler hervorbrächte. Dazu Frank Stella. Die Vorstellungen, die Matisse von Farbe und Freiheit hatte, waren den amerikanischen Vorstellungen von Freiheit verwandt. Alles, was an Malerei weit, groß und freiheitlich bei Rothko und Newman ist, scheint mir undenkbar ohne die Matisse-Bilder im Museum of Modern Art. Nur bei Pollock ist dieser Einfluss vielleicht nicht so deutlich zu sehen. Außerdem ist die Beliebtheit von Matisse hier auf einen Maler zurückzuführen, der heute etwas in Vergessenheit geraten ist, aber in den 40er, 50er und 60er Jahren eindrucksvolle Bilder in New York gemalt hat. Und das ist Hans Hoffmann. Für mich ist Hoffmann in jeder Beziehung eine Weiterführung von Matisse. Hans Hoffmann, Mark Rothko, Barnett Newman, Frank Stella und vielleicht auch Jackson Pollock gehören zu den New Yorker Malern, die von den Meisterwerken des Franzosen Matisse beeinflusst worden sind, die im Laufe der 30er Jahre in die Sammlung des Museum of Modern Art in New York aufgenommen wurden. Matisse. Durch die Vereinfachung der Ideen und Formen stoßen wir zu einer heiteren Ruhe vor. Auf das Ganze kommt es an. Einzelheiten stören die Reinheit der Linien. Der Tanz führt diese primitive Vereinfachung der Formen vor. Paradiesvorstellungen klingen an. Die Farbe steht im Mittelpunkt. Rhythmische Bewegung belebt das Bild. Dazu Matisse. Als ich aus Moskau einen Auftrag zu dem Thema Tanz erhielt, bin ich am Sonntagnachmittag einfach in die Moulin de la Galette gegangen und habe dort die Tanzenden beobachtet, besonders bei der Farandole. Thank you.
Der Tanz ist ein Ausschnitt aus einem Bild, das Lebensfreude heißt, 1906 entstand, in der Barnes Foundation in Merion aufbewahrt wird und nicht in Farbe wiedergegeben werden darf. In der Entwicklung des Malers, der ein ganzes Stück Kunstgeschichte mitgeschrieben hat, nimmt Lebensfreude ungefähr die Bedeutung ein, die man den ein Jahr später entstandenen Demoiselles d'Avignon für das Werk Picassos zumisst. Das Museum of Modern Art besitzt den Entwurf zu der Tanz. Das endgültige Bild entstand im Auftrag des russischen Millionärs Sergei Schtschukin, der zu den ersten Kunden des Malers gehörte. Die Fotos von den Räumlichkeiten seines Moskauer Palais geben eine Vorstellung von der Sammelleidenschaft Schtschukins. Die Wände sind mit Meisterwerken der modernen Malerei bedeckt. Man erkennt Bilder von Gauguin, Cézanne, Picasso und Matisse. Matisse vertraut dem Verleger Thériade an. Schtschukin importierte orientalische Stoffe. Er war ungefähr 50 Jahre alt, Vegetarier und außerordentlich nüchtern. Eines Tages kam er zum Quai Saint-Michel, um meine Bilder zu besichtigen. Ein Stillleben fiel ihm auf. Ich kaufe es, aber zuerst muss es einige Tage bei mir hängen. Wenn ich es dann immer noch ertragen kann und mein Interesse nicht alarmt ist, behalte ich das Bild. Glücklicherweise hat ihn mein Stillleben nicht zu sehr gelangweilt. Er meldete sich wieder und gab mir eine Reihe großer Formate in Auftrag, die sein Moskauer Palais schmücken sollten. Anschließend bestellte er zwei dekorative Werke für den Treppenaufgang. Ich habe daraufhin die Musik und der Tanz gemalt. Nach der Revolution von 1917 kamen diese beiden Gemälde in die Leningrader Ermitage. Die New Yorker Fassung von Der Tanz ist ein Geschenk von Nelson Rockefeller an das Museum of Modern Art. Matisse malte im Auftrag russischer und amerikanischer Kapitalisten. Genauso wie später die jungen amerikanischen Maler aus den Bildern von Matisse und Picasso lernten, wurden diese beiden Neuerer von den Künstlern der russischen Revolution, von Tatlin, Rodchenko und Maljewitsch, studiert und bewundert. Matisse, der Vereinfacher und Erfinder von Ikonen, steht bei diesen Puristen hoch im Kurs. Außerdem besteht eine gewisse Verwandtschaft zwischen der orientalischen Ornamentik, die Matisse nach 1910 bei Reisen nach Tanger in sich aufnimmt, und der russischen Folklore, die von der sowjetischen Avantgarde wiederentdeckt wird. Matisse selber wird in zweifacher Hinsicht vom Orient beeinflusst. Einmal vom Licht und den Geheimnissen Nordafrikas und dem Islam der Araber, zum anderen vom Goldenen Orient der Mongolen und dem byzantinischen Orient der Ikonenmaler. Dazu Matisse: Ich habe in Russland Ikonen gesehen, die jedem Vergleich mit den primitiven Franzosen standhalten. Kehren wir zurück zum Museum of Modern Art in New York. Matisse: Ich fühle mittels der Farbe. Deshalb ist sie es, die immer meinen Bildaufbau bestimmt. 1911 entsteht das Rote Atelier. Die Doppelfunktion von Interieur mit Auberginen ist aufgegeben. Das Atelier dient nur zur schöpferischen Arbeit, deren Resultat eben diese Darstellung ist. Den Brand hat der Maler selbst gelegt, denn die erste Fassung war in hellem Blau geplant. Vorherrschaft der Farbe in einem auf die Spitze getriebenen Fauvismus. Objekte und Linien können sich nur mühsam gegen den roten Anstrich behaupten. Selbst die Zeit ist außer Kraft gesetzt, denn der Standuhr fehlen die Zeiger. Nur die Werke des Malers überleben das Feuerrot unversehrt. Hier kommt der Stolz des Künstlers zum Ausdruck, der wie Velázquez die Malerei als Malerei zur Geltung kommen lassen will. Mit dieser Konzeption stößt der Maler an seine Grenzen. Auf das Rot des Feuers folgt das Schwarz der Asche.
Eine schwarze Fläche, die vielleicht eben noch ein Bild beherbergte, das sich in seinen Urzustand zurückverwandelt hat. Auch hier bemüht sich Matisse darum, der Malerei zu ihrem Ausdruck zu verhelfen. Man muss nur wissen, dass ein Fenster für ihn gleichbedeutend mit einem Bild ist. Die Nischen dieser Fenstertür in Couliure aus dem Jahre 1914 sind gegenständlich. Matisse wird sich nie zum abstrakten Maler entwickeln. Zwischen 1917 und 1930 überraschte Matisse wieder mit ganz anderen Bildern. Dazu der Kritiker Dominique Fourcade. Eine weitere Neuerung jener Jahre scheint zu sein, dass Matisse sein Auge wie eine Filmkamera einsetzt und gleichsam wie in einer langen Fahrt ein Bild nach dem anderen in Angriff nimmt, wobei er von der Großaufnahme in die Totale geht oder umgekehrt, indem er erst einen Ausschnitt und dann das Ganze zeigt, während er ständig den Blickwinkel ändert. Jede einzelne Einstellung entspricht einem Bild. Man müsste sie alle zusammenbringen, um ein komplettes Verzeichnis einer Bildwelt zu erstellen. Ausgerechnet die wilden 20er Jahre verbringt Matisse in Nizza. Ein gewisser Spannungsverlust macht sich bemerkbar. Auch Picasso scheint sich von seiner Avantgarde-Rolle zu erholen und malt seinen Sohn Paolo als Harlekin und Pierrot. Gegen Ende der 20er Jahre drehen Jean Vigo und Boris Kaufmann Apropos de Nice. Maurice Chevalier singt inzwischen »Dans la vie, faut pas s'en faire«, was sich mit »Ist doch alles egal« übersetzen lässt. Man will nichts als die schrecklichen Kriegsjahre vergessen. Auf gewisse Weise bleibt Matisse seinen Vorstellungen treu, die er 1908 in der Zeitschrift La Grande Revue veröffentlicht hatte. Wovon ich träume, ist eine Kunst des Ausgleichs, der Reinheit, der Ruhe, ohne beunruhigende Sujets. Sie soll für den Geistesarbeiter wie den Geschäftsmann und auch den Literaten, um nur ein paar Beispiele zu geben, beruhigend auf das Gemüt wirken. Ganz ähnlich wie ein bequemer Sessel, in dem man sich von körperlichen Anstrengungen ausruhen kann. Die frühen Cinéma-Vérité-Einstellungen Vigos stehen in seltsamem Gegensatz zu den sorgfältig arrangierten Bildinhalten des Malers, der seine aus den Filmstudios de la Victorine engagierten Modelle vor schweren Stoffhintergründen zeigt. Und dennoch versteckt sich hinter diesen spielerischen Bildern ein anderer Matisse. Dazu Dominique Fourcade. Er ist ein unruhiger Geist und seine Malerei ist beunruhigend. Er arbeitet mit blinder Besessenheit, geht das gleiche Problem 10-mal an, vertieft sich ausschließlich in die Welt seiner Malerei und sondert sich zusammen mit ihr ab. Die Folge von Bildern, die in jenen 15 Jahren entstehen, bringen fixe Ideen und eine gewisse Angst an den Tag. Die Welt seiner Bilder ist eine Welt im Wartezustand, eine traurige Welt, in der drückende Erotik herrscht. Es ist fast die Welt eines Voyeurs. Es ist eine ferne Welt, in der die Verständigung zwischen den Wesen unmöglich oder unnütz zu sein scheint.
Die Menschen sind in ihr zu gemalten Gegenständen geworden, die allein um der Farbe willen existieren, um der Oberfläche einen gewissen Schein zu geben. Sie bestehen nur aus Farbe. Ein typisches Beispiel für diese Unruhe ist die dekorative Figur auf ornamentalem Hintergrund aus dem Jahr 1925. In diesem Bild wird der Gegensatz zwischen der Figur und der Hintergrunddekoration auf die Spitze getrieben. Handelt es sich wirklich um eine Frauengestalt oder die Abbildung einer Skulptur? Der Hintergrund ufert aus und erscheint in Verbindung mit der nackten Figur fast vulgär. Glücklicherweise sind gleichzeitig vier Orangen auf einer grünen Schale dekoriert zu sehen. Der Unterschied zwischen diesem kraftvollen Bild, das Matisse lange Zeit behielt, und den Odalisken während ihrer Siesta, die er an reiche amerikanische Sammler verkaufte, ist augenfällig. Jean Cocteau bemerkte dazu ironisch: Jetzt hat sich der Wilde in der Sonne zu einer zahmen Katze aus einem Bild von Bonnard verwandelt. In den Interieurs herrscht eine Stimmung wie bei Bonnard, Vuillard und Marquet. Das Fenster eines Zimmers von Vuillard öffnet sich auf ein Meer von Marquet. Man sucht nach Matisse und stellt, wenn ich das so sagen darf, Berufsblindheit fest. Was ist los? Matisse arbeitet ohne tiefgreifende Regeln, ohne die unsichtbaren geometrischen Strukturen Cézannes oder der alten Meister. Betrachtet man mehrere Bilder aus dieser Zeit, gewinnt man den Eindruck von Unruhe. Eine neue Katastrophe liegt in der Luft. Und die Weltwirtschaftskrise des Jahres 1929 macht der Odaliskenproduktion tatsächlich ein Ende. Bei ihrer Beerdigung darf ruhig noch einmal nach ihren Ursprüngen gefragt werden. Sie sind das Ergebnis der École des Beaux-Arts. Schon Ingres, der große Lehrer und Akademiker, hat Arabesken gemalt. Er ist der Urvater aller Odalisken und Matisse, der Neuerer, hat nie historische Vorbilder verschmäht. . 1895 wird er an der École des Beaux-Arts zugelassen und besucht vier Jahre lang die Klasse von Gustave Moreau. Bei der Aufnahmeprüfung erhält er ungenügend in Architektur, ausreichend im Modellieren, gut in Geschichte, ausreichend in Perspektive und sehr gut im Aktzeichnen.
Zu seinen Freunden gehören Marquet, Manguin, Camoin und bald auch Derain. Gustave Moreau ist kein professoraler Typ wie Bouguereau, der nicht über seine Welt aus Gipsgüssen hinauskam. Moreau hielt seine Schüler dazu an, die Meisterwerke im Louvre zu studieren. William Bouguereau urteilt über Matisse. Sie werden nie das Zeichnen lernen. Gustave Moreau über Matisse. Er ist zu intelligent für den Prix de Rome. Und zu Matisse sagt er: Sie werden die Malerei vereinfachen. Inzwischen kopiert Matisse Philippe de Champaigne. 1898 stirbt Gustave Moreau. Matisse verlässt die École des Beaux-Arts, heiratet und unternimmt seine erste Reise nach Südfrankreich. 1899 verkauft er den Verlobungsring seiner Braut, um bei dem Kunsthändler Vollard eine Zeichnung von Van Gogh, einen Gipsabguss von Rodin, ein Bild von Gauguin und die Badenden von Cézanne zu erstehen. Cézanne? Ich versuche, Perspektive ausschließlich mit der Farbe zu erzielen. Und Matisse? Ich verdanke meine Kunst allen Malern. 1898 bis 1905 sind Lehrjahre. Matisse versucht sich als Postimpressionist, malt im Freien und macht Anleihen beim Divisionismus. Aus der Summe dieser Erfahrungen wächst ihm plötzlich eigene Originalität zu. Matisse? Man wagt sich nicht einfach so an die Farbe. Darauf muss man sich sorgfältig vorbereiten, um ihrer würdig zu sein. Die wilden Farben führen zu einem Eklat. Die Frau mit Hut war der wichtigste Beitrag von Matisse beim Pariser Herbstsalon 1905 und wurde heftig kritisiert. Den Fauvisten ging es nicht um realistische Wiedergabe, sondern um die Ausdruckskraft der reinen Farbe. Dazu Matisse: Ich male keine Frau, ich mache ein Bild. Und dieses skandalumwitterte Bild begründete gleichzeitig seinen Erfolg. Michael Stein kaufte das Gemälde. Er gehörte zusammen mit seinen Geschwistern Leo, Gertrud und Sarah zu den engagiertesten Verfechtern der Avantgarde in Paris. Zwei Malern gelang die Ablösung des Impressionismus, jedem auf seine Weise, Picasso und Matisse. Sie bestimmen die Entwicklung der Kunst maßgeblich und informieren sich über ihr gegenseitiges Schaffen. Der beste Beweis sind die Bilder von Matisse in der Privatsammlung von Picasso. Picasso? Matisse hat eine Sonne im Bauch. Aber auch zwischen den beiden großen Malern kommt es gelegentlich zu Missverständnissen. Im Jahr 1907 hatte Matisse dem jüngeren Picasso das Porträt seiner Tochter Marguerite geschenkt. 1910 rät Derain Matisse von weiteren Besuchen in Picassos Atelier am Montmartre ab. Man mache sich dort über ihn lustig und fanatische Kubisten benützten das Bild als Zielscheibe. Im Centre Georges Pompidou in Paris ist eine andere moderne Ikone des Malers zu sehen, das Porträt von Auguste Pellerin. Der Geschäftsmann ist wie ein in Meditation versunkener Orientale dargestellt. Pellerin, der zu den bedeutendsten Sammlern von Werken Cézannes gehörte, hat Matisse sehr beeindruckt.
Matisse? Ich sage meinem Modell, denken Sie sich eine Geschichte aus und versuchen Sie, diese weiterzuentwickeln. Ich möchte fast meinen, dass ich so das Wesen meines Modells wie in einem Film erfasse. Wenn man dieser Vorstellung folgen will, ist jedes von Matisse gemalte Porträt einem Film vergleichbar. Bis zu diesem Porträt des Schriftstellers Paul Liotot. Aus dem Tagebuch von Liotot erfahren wir unter dem 20. Oktober 1947: Habe wie beschlossen mein Porträt von Matisse mit einem angenehmen Gefühl der Erleichterung verkauft. Es hat nur 40.000 Francs gebracht. Das macht nichts. Ich bin trotzdem froh. Und Matisse? Ein Porträt bringt immer Ärger ein. Einmal gelingt es dem Film, den Maler zu porträtieren. Dazu vertraut Matisse dem Fotografen Brassai an: Mir war während der Vorführung in meiner Haut nicht ganz wohl. Vieles hat mich gestört. Es ist sehr indiskret, das wahre Gesicht bei der Arbeit zu zeigen. Ich habe mich unter den Zuschauern ganz nackt gefühlt. Gleichzeitig war es mir ein unvergessliches Erlebnis. Die Zeitlupenaufnahmen waren faszinierend, ganz seltsam. Plötzlich sieht man, wie die Kamera die instinktiven Bewegungen der Hand überrascht und in einzelne Bilder zerlegt. Diese Sequenz hat mich verblüfft. Ich habe mich immer wieder gefragt, bin ich es, der sich da bewegt? Was zum Teufel mache ich wohl in diesem Augenblick? Ich hatte keinen Anhaltspunkt. Ich habe weder meine Hand noch meine Leinwand wiedererkannt. Und ängstlich fragte ich mich, wird sie innehalten? Wird sie sich weiter bewegen? Welche Richtung schlägt sie ein? Ich war ganz überrascht, dass meine Hand immer weitermachte, bis sie ihr Ziel erreicht hatte. Normalerweise habe ich Lampenfieber oder richtige Angst, wenn ich ein Bild anfange. Aber ich habe noch nie so viel Schiss gehabt wie bei der Besichtigung meiner armen Hand in Zeitlupe auf dem Weg ins Abenteuer. Es war, als ob ich mit geschlossenen Augen malte. Matisse selber dokumentierte den Ablauf seiner Arbeit im Foto. Er ließ seine Bilder in ihrem jeweiligen Zustand sorgfältig fotografieren. Dazu Matisse: Bei jeder Phase erreiche ich ein Gefühl des Gleichgewichts, als ob das Bild beendet sei. Und doch folgt immer noch ein Schritt. Wann halten Sie ein Werk für beendet? Wenn es ganz genau mein Gefühl wiedergibt. Gegenüber dem Dichter Louis Aragon bemerkt er: Ich bin in jedes Modell verliebt. Die Leinwand dient so mit Strichen und Farben zur Projektion der Gefühle des Malers.
Am 13. Oktober 787 entscheidet das Konzil von Nicäa im Bilderstreit. Seither ist die Verehrung von Abbildern Jesu, der Jungfrau Maria, der Heiligen und der Engel erlaubt. Denn die Verehrung gilt nicht der Ikone, sondern dem Urbild, nicht einem Idol, sondern dem Göttlichen in seiner Menschwerdung. Gleichzeitig beschließt das Konzil, dass jeder Bildersturm Häresie bedeute. Diese Entscheidung hat die Entwicklung des religiösen Bildes in der westlichen Welt seit 12 Jahrhunderten beeinflusst. Henri Matisse. Ich glaube an Gott, ja, wenn ich arbeite. Dieses Glaubensbekenntnis muss im Zusammenhang mit seinem Brief an die Einwohner von Le Cateau-Cambrésis vom November 1952 gesehen werden. Matisse? Ich wurde ohne mein Zutun auf die darstellende Kunst hingelenkt. Aus einem Milieu kommend, das mich sicher nicht in diese Richtung wies, fühlte ich mich zu dieser Arbeit wie berufen, nachdem ich mich erst mit etwas anderem beschäftigt hatte. Ich habe mich mit Eifer an die Arbeit gemacht, getrieben von etwas, das ich nicht beschreiben kann. Einer Kraft, die ich heute aus der Sicht eines ganz normalen Lebens für etwas Seltsames halten muss. Diese Art von Mystizismus ist bei Künstlern nicht selten. Courbet sagte von sich: Ich male wie der liebe Gott, aber bei Matisse schwingt etwas anderes mit. Die Rosenkranzkapelle in Vence ist Kultraum und Ort des Experiments mit Abbildern, die eine Kirche schmücken, die vor 1200 Jahren hierfür die Regeln geschaffen hat. Kirche und Atelier verschmelzen zu einer Vorstellung des Sakralen, genauso wie die Bildvorlagen aus dem Orient und Okzident, Dekoration und Farbe eins werden. Es entsteht ein Werk, das Wirklichkeit und Abstraktion vereint. Matisse. Ich war nur das Medium. Diese aufeinander abgestimmten frommen Bilder sind Ergebnis einer Reise, die 20 Jahre früher tatsächlich stattgefunden hat. 1930 verlor Matisse das Interesse an Nizza. Auf der Suche nach einem neuen Licht reiste er nach Tahiti. Matisse? Man erschrickt über einen Tag, der mit strahlender Sonne beginnt und bis zu ihrem Untergang so fortgeht. Es ist so, als ob das Licht für immer zum Stillstand gekommen sei, als ob das Leben zu einem wunderbaren Bild geronnen sei. Kann ein Museum vergessen machen, mit wie viel Dummheit und Gemeinheit die Zeitgenossen dem Mann begegnet sind, dessen Namen es trägt? Bei einer Ausstellung im Musée Gauguin in Tahiti war diese Ölskizze von Matisse zu sehen. Neben einigen Zeichnungen eines Schaukelstuhls ist sie die einzige Arbeit, die Matisse auf Tahiti nach der Natur in Angriff genommen hat. Matisse hat auf Tahiti nicht gemalt. 3 Monate lang gab er sich dem Müßiggang hin. Matisse? Man wird dort von jener Stimmung angesteckt, die aus Nichtstun besteht. Die Faulheit ist stärker als alles andere. An Bonnard schreibt er: Habe 20 Tage auf einer Koralleninsel gelebt. Reines Licht, reine Luft, reine Farbe. Gleißend, Saphirblau, Smaragdgrün, Türkis, einzigartige Fische. Habe absolut nichts gemacht, außer schlechten Fotos. Friedrich Wilhelm Murnau hat dieses Porträt von dem Maler aufgenommen, das sich unter den aus Tahiti mitgebrachten Fotos befindet. Der Zufall will es, dass sich Maler und Filmregisseur 1930 auf einer paradiesischen Insel kennenlernen. Friedrich Wilhelm Murnau und Robert Flaherty drehen dort Tabu.
Ihr Film verneint die Existenz eines irdischen Paradieses, der Augenschein trügt. Die ich wegen ihrer Schönheit, Reinheit und ihres königlichen Blutes auserwählt habe, heißt Reri. Reri ist geweiht und deshalb tabu. Das Brechen dieses Tabus bedeutet den Tod. Die Landschaft und die Schauspieler lassen an das goldene Zeitalter denken. Aber die Gesetze, die hier gelten, wurden von einer menschlichen Gemeinschaft aufgestellt und beinhalten Verbote, Tabus und Strafen. Für den kultivierten Murnau sind die barbarischen Regeln dieser primitiven Gesellschaft an allem schuld. Was wir aus diesem Film über jene exotische Welt lernen, stimmt pessimistisch. Das echte Paradies ist lange vor der Ankunft der Missionare und Militärs untergegangen. Tabu, halb Dokumentar und halb Spielfilm beweist, dass es dem Kino nicht möglich ist, dem Zuschauer mit Bildern aus der Wirklichkeit ein Paradies vorzugaukeln. Die Eindrücke des Malers bekräftigen nur, was er bereits um 1910 in seinen Bildern auszudrücken versucht hat. Er erinnert uns daran, dass Kunst das Unaussprechliche wiederzugeben hat, dass der Künstler über Kräfte verfügt, die über die Abbildung der Wirklichkeit hinausreichen. Es dauert 20 Jahre, bis die Eindrücke von Tahiti in den Bildern von Matisse zum Ausdruck kommen. Die letzten Abbilder dieses goldenen Zeitalters, die der Künstler immer in seinem Geist bewegt, manifestieren sich in einer geistigen Ortsveränderung. In dem bukolischen Bild Lebensfreude waren die im Raum erstarrten Tänzer immer noch Materie, schwer wie die Engel eines Tintoretto. Der Hintergrund des orientalischen Paradieses bestand bei Matisse aus Stoffen, bedeckt mit Zeichen, ähnlich einem Gebetsteppich. Damals vertraute Matisse Louis Aragon an: Die Bedeutung eines Künstlers misst sich an der Anzahl neuer Zeichen, die er in die Sprache der Kunst eingeführt hat. Matisse sah sich als Erfinder von Zeichen, von einer Bildsprache aus Kreisen und gebrochenen Linien. Seine letzten Bilder gehen über jede traditionelle Darstellung hinaus. Als Vorbild dieser Papierschnitte ist vielleicht jenes Tänzerpaar anzusehen, das versuchsweise 1937 entstand und dessen ausgeschnittene Formen mit Reißzwecken befestigt waren, damit sie nicht durch einen Luftzug durcheinander kämen. Pierre Schneider. Nach 1950 verteilt Matisse wunderbare und zerbrechliche nackte Gestalten im Raum, die einzigartig sind. Blauer Akt. Zusammengesetzt außerhalb des konventionellen Raumes. Malerei der Schwerelosigkeit. Aber es muss Zeit vergehen, bevor diese letzte Metamorphose seines Werkes Wirklichkeit wird. Nach seiner Rückkehr tauchen im Werk von Matisse tahitianische Tänzerinnen und exotische Blumen auf. So illustriert er zum Beispiel Gedichte Mallarmés. Ganz offensichtlich hat er die auf Tahiti empfangenen Eindrücke noch nicht verarbeitet.
Auf der Rückreise besucht er Albert Barnes in Merion, der ihn um eine Dekoration für den großen Saal seines Privatmuseums bat. Matisse wählt wieder das Thema der Tanz, mietet ein altes Filmstudio in Nizza und beginnt mit dem 13 Meter langen Werk. Am 13. Mai 1933 kann er sich an Ort und Stelle von dessen Wirkung überzeugen. Die Barnes Foundation ist kein der Öffentlichkeit zugängliches Museum, sondern dient kunstpädagogischen Zwecken. Bilder sind als pädagogische Objekte thematisch geordnet, umgeben von alten Möbeln und Kunstschmiedearbeiten. Die Sammlung umfasst fast 50 Werke von Cézanne, 80 Bilder von Matisse, 180 Gemälde von Renoir, Werke von Picasso, Manet, Degas, Van Gogh, Tintoretto und Tizian. Nur wenigen wird nach Voranmeldung der Zutritt gestattet. Eine Kamera wird nicht zugelassen. Glücklicherweise unterlief bei der Abmessung der Gewölbezwickel in Merion ein Fehler, sodass die erste Fassung der 52 Quadratmeter messenden Wanddekoration heute im Musée de l'Art Moderne in Paris zu besichtigen ist. ...1941 wird Matisse an Darmkrebs operiert. Vor der Operation wollte ich immer zwei Dinge gleichzeitig tun. Wie durch ein Wunder überlebt der Maler die Operation und die beiden nachfolgenden Lungenembolien und beginnt eine Synthese zwischen orientalischer und westlicher Ästhetik zu finden. Er wendet sich wieder dem Fauvismus zu und verbindet ausdrucksstarke Farben mit orientalischer Kalligraphie. Sein Appartement und Atelier in Simies oberhalb von Nizza füllt sich mit Philodendron und Vögeln in Käfigen. Aus Tahiti hat der Maler dekorative Stoffe mitgebracht, auf die, wie bei dem ägyptischen Vorhang, farbige Muster aufgenäht sind. 20 Jahre nach der Tahiti-Reise hat der Künstler seine Eindrücke endgültig verarbeitet. Er schafft die Papier de Coupé für das Buch Jazz, die Glasfenster für die Rosenkranzkapelle und die großen, heiteren Papierschnitte der letzten Jahre. Matisse über seine Arbeit zu dem Kritiker Gaston Diehl: Wenn ich arbeite, ist das eine Art nicht enden wollendes Kino. In Jazz erleben wir den Künstler auf seiner letzten Reise in die Welt der Fantasie. Bilder aus der Zirkuswelt, Akrobaten, Clowns, Dressurreiter, Elefanten, Pferde, Säbelschlucker werden verfremdet. Aus den Sternen des Ikarus werden Algen. Pierrot auf seiner letzten Reise. Thank you.
Cowboy zu Pferde. Und die Lagunen verflüssigen sich vor unseren Augen. Jazz vereint 20 Gouache-Schnitte, die einem blauen Schmetterling alle Ehre machen. 1898 hat der Matisse bei einem Postkartenhändler im Palais Royal die für seine damaligen Verhältnisse gewaltige Summe von 50 Francs für einen präparierten blauen Schmetterling ausgegeben. Ein blauer Schmetterling, so blau. Ein Blau, das mir einen Stich ins Herz gegeben hat. Ein Schmetterling aus reiner Farbe. Eine Farbe, in die direkt hineingeschnitten ist, die lebt. Ein Schmetterling als Bote aus einem fernen Paradies. Ein Schmetterling, der der Malerei Flügel verleiht.